Das Ding ist ja, also er startet das jetzt, aber am Ende muss er das ja auch aufrechterhalten. Also er muss diese Automaten immer wieder befüllen und so. Das heißt, eigentlich sollte er das Projekt relativ schnell wieder verkaufen. Ich habe gesehen, Dave hat ein Update zu diesem Snackautomaten-Video gemacht. Also, der zweite Teil. Ich habe einen Snackautomaten gekauft, um reich zu werden. Irgendwie konnte man die letzten Videos auch in einer 1-Minuten-Short zusammenfassen. Das ist nettes Feedback direkt. Check, dass es mit großem Aufwand verbunden ist, aber eigenes Probieren würde diese Art von Video noch deutlich aufleveln. Dave, ich höre nur noch Geld, Geld, Geld. Gibt häufig Kritik, wie Ich crazy. sehe jeden Kommentar. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich euch. Krass, also lies Dave alle Kommentare, das ist crazy. Also, das kann ich von uns jetzt nicht behaupten. Ich lese einige, aber nicht In alle. weniger als einem Monat veröffentlichen wir das größte Projekt, das wir jemals angegangen sind. Und Na, guter Teaser. arbeiten die ganze Zeit im Hintergrund parallel daran, wodurch die Videos in den letzten Wochen einfach nicht so aufwendig waren wie das, was ihr von mir gewohnt seid. Aber Eure Nachrichten waren ziemlich eindeutig. Ich habe Videos gemacht, in denen ich probiert habe zu zeigen, wie andere Leute mit irgendwelchen Ideen reich geworden sind. Und unter dem letzten Video, Reich durch Snackautomaten, kamen einige Kommentare im Sinne von: Schade, dass du mittlerweile nichts mehr selbst testest. Schon harte Kritik, also wow. Das war eigentlich das, warum deine Videos immer so nice waren. Und vielleicht habe ich vergessen, es richtig zu kommentieren. Aber diese Serie war genau dafür gedacht, eine Idee zu finden, die ich selber umsetzen kann und hier auf dem Kanal begleite. Weil ihr darauf aber nicht warten wollt, die perfekte Idee zu finden. Geil. Hat Dave einfach mal 20.000 Euro rausgeballert und einen Snackautomaten hingestellt. Mache ich jetzt genau das, was ihr von mir sehen wollt. Und zwar setze ich jede der Ideen um und probiere mit jeder Idee, die uns irgendein Profi erklärt, parallel selber Geld zu verdienen. Und wir starten mit Snackautomaten. Ich Verrückt. bestelle ein, wir fahren sofort los, suchen uns sofort Locations, wir kümmern uns sofort um alle Genehmigungen und werden reich durch Snackautomaten. Ich sag ja, wir machen verschiedene Community-Driven-Projekte und Community First ist einer unserer Firmenwerte. Ich glaube, das dürfte bei Dave ähnlich aussehen. Viel Spaß. Moin. Ja, also ich brauche basically so schnell es geht einen Automaten. Soll es losgehen? Ja, es soll losgehen. Nee, bin ich voll bei dir. Ich kläre Geil. das, Dave. Tipptopp, ich bedanke Ja. mich. Jo, bis dann, ciao, ciao. Wir haben basically einen Automaten bestellt. Wir müssten noch rausfinden, ist es ein G-Snack 6, 8 oder 10? Wie breit darf er sein? Wo wollen wir ihn am Ende tatsächlich hinstellen? All diese Faktoren. Alles egal, Hauptsache er kommt. Er muss nur für das Video kommen, danach landet er auf dem Müll. Und müssen wir beachten, natürlich, bevor wir einen bestellen. Nicht, dass wir am Ende einen perfekten Standort haben, der Automat aber zu breit ist und nicht reinpasst. Das bedeutet. Thomas, wir sind High-Performer. Snackautomaten ist nicht unser Metier. Was gucken wir uns da an? Wir gucken uns an, wie man reich durch Snackautomaten wird. Reich durch ist definitiv Inhalt dieses Kanals, also unseres Kanals. Das müssen wir natürlich mit einem kritischen Auge begutachten. Wir kümmern uns um den Standort. Im letzten Video haben wir schon erfahren, am Ende ist der Standort das Wichtigste. Und den müssen wir Jo. finden. Wir müssen uns überlegen, machen wir das hier in Köln, weil ich mich sehr gut auskenne hier. Wo ist der Weg zwischen verschiedenen Kiosken vielleicht ein bisschen zu weit, wo Leute aber trotzdem auf der Straße unterwegs sind und abends Alkohol brauchen oder mitten in der Nacht irgendwelche Snacks brauchen, weil kein Kiosk in der Nähe mehr offen hat? Oder gehen wir eher aufs Land, in meine Heimat, in der ich mich vielleicht auch ganz gut auskenne, wo das Angebot an Kiosken, Tankstellen und Lebensmitteleinkaufsläden einfach deutlich geringer ist. Das Ding ist, hinter der Kamera sitzt jemand, der sich schon länger mit dem Thema auseinandersetzt und Aha. der auch in den nächsten Wochen plant, einen Snackautomaten aufzustellen. Also schenken wir ihm einen Snackautomaten. Und das ist Kilian. Guten Tag. Wird einen Snackautomaten Indoor aufstellen. Mehr will ich dazu noch nicht verraten. Alle weiteren Infos und wie er das genau Burning Arena vorhat, erfahrt ihr auf seinem Kanal. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Bedeutet, ich probiere es Outdoor, damit wir irgendwie eine Vergleichbarkeit finden können, was besser funktioniert. Seine Sicht gibt's auf seinem Kanal, meine Sicht gibt's auf meinem Kanal. Bis der Automat kommt, haben wir im besten Fall nicht unendlich Zeit und beginnen deswegen sofort mit der Standortrecherche. Und das tun wir im Internet, um Zeit zu sparen. Als erstes habe ich mir alle Kioske und Lebensmittelgeschäfte bei Google Maps anzeigen lassen, um zu schauen, wo es sehr viele und wo es vielleicht nicht ganz so viele gibt. Genau das Gleiche habe ich parallel für Orte gemacht, an denen sich sehr viele Leute aufhalten. Also Schulen, Berufsschulen, Unis. Schulen, die typischen Orte, wo man Alkohol braucht. Bürokomplexe. Und Vapor, die gut funktioniert, hat er gesagt. Oder irgendwelche bekannten Freizeitorte, an denen einfach viele Leute unterwegs sind. Diese beiden Karten übereinander gelegt, müssten uns ja eigentlich den perfekten Standort für unseren Automaten anzeigen, weil wir wissen, wo sind viele Leute und wo fehlt vielleicht ein Kiosk. Gute Vorgehensweise. Und das
hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Ich habe 2 oder 3 Standorte, die, glaube ich, richtig interessant sind. Und ich denke, wir sollten einfach losfahren, die anschauen und erklären, warum die interessant sein könnten. Schauen wir mal. Spot Nummer 1 in Köln, somit das Offensichtlichste, wenn man daran denkt, wo sind viele Leute, wo halten sich viele Leute auf? Er fährt Porsche mittlerweile, krass. Aber die ganze Porsche-Serie habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und wo könnte man vielleicht noch irgendeinen Mehrwert bringen? Brüsseler Platz, also wirklich in der Mitte von Köln. Und jetzt könnte man denken, ja, es sind überall Kioske, es macht keinen Sinn, da noch irgendwas hinzustellen, aber es gibt ein Problem. Und zwar müssen die ganzen Kioske und Ladenflächen relativ früh zumachen, auf den Freitag, auf den Samstag, da, wo die Leute halt wirklich am Brüsseler unterwegs sind. Aber die Leute sind meist länger da und wollen länger was kaufen, als die Läden offen haben. Also könnte ein 24/7 Outdoor-Snack-Automat tatsächlich Pizza-Automat sich Abhilfe schaffen. Und nicht nur das. Es sind wirklich so viele Leute an diesem Ort, dass es am Wochenende zu wirklich langen Wartezeiten kommen kann. Die Frage ist nur, wie kommt der da an den Platz ran? Also das müsste ihm ja jemand vermieten. Und in die öffentlichen Gehweg darf es ja nicht reinstellen. Und der Kiosk hat eben nicht alle Produkte, die die Leute haben wollen. Erst die nächsten Kioske in 5 Minuten Laufweite decken all diese Produkte ab. Also zumindest für die Produkte, die fehlen oder zum Verkürzen der Wartezeit eine wirklich gute Option. Also hier, das ist im Prinzip ein Vorplatz von der Kirche und der steht komplett voll. Auf jeden Freitag, jeden Samstag. Und was mir gerade einfällt, das Ding ist eh abgebaut. Hier passiert nichts mehr. Aber das könnte der perfekte Unterstand sein. Hier naja, mal gucken, ob die Telekom ihm das vermietet. Ich weiß gar nicht, ob das Plätze der Telekom Automaten sind. Automaten rein. So, aber was es ist perfekt. Auf jeden Fall kurzer Side-Fact, diese Telefonzelle ist nicht irgendeine Telefonzelle. Von dort wurde nämlich in 2015 eine Bombendrohung abgesetzt, die dazu geführt hat, dass das GNTM-Finale und 10.000 Leute evakuiert werden mussten. Also krass. Eigentlich eine coole Option, dem Ort, dass man dort Tickets für Germany's Next Topmodel kriegen kann. Neues Leben einzuhauchen, ein positiveres Leben einzuhauchen und die Gegebenheiten, also diese Box außenrum, zum Schutz unseres Automaten zu nutzen. Und Strom müsste ja auch dort liegen. Weil am Ende gibt es hier vorne auf der Ecke einen Kiosk, Le Kiosk, der ist sehr gut besucht, aber auch der muss Le Kiosk aufgrund von Anwohnerbeschwerden relativ früh immer zumachen. Also irgendwo hier wird richtig interessant sein. Am Ende ein wirklich cooler Spot, aber nach ein bisschen Recherche immer unrealistischer, dort wirklich einen Automaten genehmigt zu bekommen. Die Stadt selber hat nämlich eine Klage gegen die Anwohner verloren, die sie dazu anhält, den Ort frühzeitig zu räumen, dafür zu sorgen, dass der Ort ruhiger wird. Warum also meinen Automaten genehmigen, der den Leuten eine Möglichkeit gibt, dort länger zu verweilen und länger einzukaufen? Das wird realistisch einfach nicht passieren. Gute also Einschätzung. Weiter suchen. So, zweiter Spot, quasi direkt in der Bei mich würde mir interessieren, wem diese Plätze gehören, wo die Telefonzellen darauf stehen. Auf Nähe vom Brüsseler Platz. Einfach nur, weil ich es im Kopf hatte. Im Prinzip genau das gleiche. Wieder eine Garage, die zu Ice Cream United, also dem Eisladen von Poldi, gehört. Und das ist hier diese Fläche. Moin. Hi. Bin gerade am überlegen, Automaten aufzustellen, so Snackautomaten. Weißt du, und dann kam mir die Fläche direkt in den Kopf. Wer verwaltet das, wer entscheidet das? Ein bisschen mit ein. Das sind ja Fenster eigentlich. Willst du mir deine Nummer geben? Ja. Wir gehen mal ein bisschen weiter, melde ich mich im Laufe des Tages einfach per WhatsApp oder so. Geil. Ciao, ciao. Ja, so schnell. Hat er schon den Deal. Das gehen, wa? Ja, das ist die Kölsche Vita. Weißt du, einfach weil man hier in der Stadt unterwegs ist, Köln ist wirklich ein Dorf und man steppt einfach hin, man sagt, ey, was ist hier mit der Fläche? 2 Sätze geschnuckt, ja, hier, Nummer, ich melde mich. Perfekt. Ja, bin mal gespannt, ob das klappt. Weil du musst ja auch, glaube ich, eine Sondergenehmigung haben. Ne? Also ich habe einen Freund, der gerade auch ein Gastronomiekonzept startet und du brauchst halt für alles Genehmigung, also gerade so Straßenverkauf und so Sachen. Nächste Woche hauen wir dann Automaten rein. Eigentlich top. Viel Laufkundschaft, persönlicher Kontakt zu den Besitzern und eine wirklich einfache Möglichkeit, ohne Genehmigung oder mit weniger Genehmigung den Automaten in diese Fläche zu stellen. Aber so dumm es klingt, einfach kein perfektes Gefühl. Anders sah das aber beim dritten und finalen Spot aus. Und hier vor mir ist das Berufskolleg Ehrenfeld. Also da sind definitiv viele junge Leute, die Alkohol brauchen. Bushaltestellen auf beiden Seiten. Und hier ist erstmal jetzt einfach nur eine relativ viel befahrene Straße. Eigentlich perfekt, weil der nächste Kiosk ist hier die Straße runter. Das könnte echt gut sein. Das Ding ist ja, also er startet das jetzt, aber am Ende muss er das ja auch aufrechterhalten. Also er muss ja auch diese Automaten immer wieder befüllen und so. Das heißt, eigentlich sollte er das Projekt relativ schnell wieder verkaufen, weil es ist ja nicht Daves Job quasi, da die ganze Zeit das zu befüllen. Außer sein Kameramann, der ja auch Automaten starten will, in dem vermacht er dann das Projekt. Das ist natürlich eine Idee. Also so dumm das klingt, ne? So hier, so ein Stück rausschneiden, Automaten rein,
Direkt hinter der Bushaltestelle, direkt gegenüber vom Berufskolleg. Wäre perfekt. Grundsätzlich perfekt. Bushaltestellen, eine vielbefahrene Straße, die in die Stadt rein und aus der Stadt rausführt. Dem gehört das Gelände, wo er den Zaun beschneiden will. Eben natürlich die Berufsschule vor der Nase, dessen Schüler in der Pause sich genau dort aufhalten und potenzielle Kunden sind. Einziges, aber auch großes Problem, kein offensichtlicher Ort, an dem wir den Automaten aufstellen können und an dem Strom. Und das ist wahrscheinlich die größte Hürde überhaupt. Wäre dort direkt ein Anwohnerhaus, bei dem ich den Besitzer anrufen könnte und ihm eine gute, vernünftige Miete für den Stellplatz meines Automaten anbieten könnte, würde die Welt ganz anders aussehen. Aber mit Industrie vor der Nase und irgendwelchen Baustellen auf der anderen Seite scheint das fast unmöglich. Emergency, ein später Notfall. Ich habe den Anruf bekommen, dass ich potenziell einen Snackautomaten aufstellen darf. Aha, bei Poldi. Das ist wirklich verrückt. Aachener Straße, mitten in Köln. 15 Meter links von mir ist ein Club. 100 Meter rechts von mir sind überall Bars. Und das hier ist die Fläche. Ding ist, ach krass, okay, das ist zugemauert. Literally direkt daneben, also wirklich hier, ist ein Kiosk. Das Ding ist, der hat keine Kartenzahlung und da ist ernst so voll, wenn im Rheinecker, also dem Club daneben, Leute in der Schlange stehen. Es gibt einfach vielleicht ein paar hundert Meter hier runter oder ein paar hundert Meter da die nächste Möglichkeit mit Karte zu bezahlen. Also könnte das tatsächlich sehr, 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 sehr gut für uns sein. Mhm, spannend. Bin gespannt, wie das mit den Zulassungen Hölle passiert. Bin ich aber jetzt, 2 Tage nach Start dieser Idee, zu so einer grandiosen Fläche. Das ist die große Frage. Sein Mitarbeiter hinten fängt seine Geste. Um ehrlich zu sein, Köln ist ein Dorf. Und nachdem ich ein paar Leuten davon erzählt habe, genau dieses Business starten zu wollen, kam irgendeiner meiner Freunde auf die Idee, diese Fläche zu nutzen. Und hatte sogar einen Kontakt. 2 Tage später war ich dort, um mir die Fläche anzuschauen. Guckt euch das mal an. Das liegt hinter der Fläche. Einfach eine leere Gastronomiefläche direkt auf der Aachener Straße. Also natürlich liegt hier Strom, natürlich ist hier übelst Platz. Ja, oder wenn er die Fläche anmieten muss, dann wird seine P&L, also sein Gewinn und Verlust, relativ negativ sein. Er müsste halt wie in dem anderen Video, der eine Kollege, der den ganzen Snackautomaten Raum hatte, den müsste er dann starten. Hier wahrscheinlich sogar Lager und also sowas müsste er so hinstellen. Und das ist quasi die andere Seite. Zusammengefasst bedeutet das, wir haben innerhalb von 5 Tagen so ziemlich alles geregelt, was wir für dieses Business brauchen. Der Automat ist auf dem Weg zu uns. Wir haben eine grandiose Location und quasi alle Genehmigungen, weil der auf Privatgrund steht und wir keine Alle Genehmigungen. Da bin ich mal gespannt, ob das so stimmt. Genehmigung brauchen. Bis wir aber tatsächlich die ersten Umsätze machen und dieses Gerät aufbauen können, muss es erstmal da sein und es werden noch ein paar Tage oder Wochen vergehen. Bedeutet, wir haben genug Zeit. Genug Zeit, um weitere Business zu starten. Und genau das tun wir. In der nächsten Woche geht es direkt mit dem nächsten Business weiter. Okay, sehr gut. Also da kriegen wir jetzt noch kein abschließendes Ergebnis zum Snackautomaten. Und das ich auch in einem Selbstexperiment probiere aufzubauen und in der Woche darauf wieder. Und danach kommt schon das größte Projekt, das ich bisher angegangen bin. Noch größer als ein Startup. Und in den nächsten Wochen und Monaten werden wir auch immer wieder zu den Geschäften sprechen. Ich werde euch mit auf die Reise nehmen und wir schauen, was am lukrativsten ist. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um mich auf diesem Weg oder auf diesen Wegen zu begleiten. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Sehr gut, sehr gut. Das war soweit auch schon dieses Reaktionsvideo. Schreibt uns gerne unten eure Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und in der Beschreibung findest du einen Link, wo du selbst Videos einreichen kannst, die wir uns dann vielleicht live im Stream anschauen. Und deswegen solltest du auch den Kanal unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, wenn ich das nächste Mal hier auf Überfluss live bin.